Ja, wir wollen jetzt mit Martin Schürdewan und Özlem Alef Demirel nochmal ins Gespräch kommen. Ihr kennt sie schon. Wir wollen auch, dass die, die beim Livestream neugierig sind, sie noch besser kennenlernen. Und ihr beide seid ja schon sehr lange der Linken verbunden, aber auch wart auch außerhalb der Linken und seid außerhalb der Linken sehr aktiv. Ich beginne mal mit einer Frage an Martin zu einem Thema, was du, seitdem du im Europaparlament bist, auch bearbeitet hast. Es betrifft die Steuerpolitik. Wir haben ja das Problem, dass irgendwie zwar immer die Beschäftigten ihre Lohnsteuer direkt abgezogen werden, aber europaweit die großen Internetkonzerne Google, Amazon etc. sich permanent arm rechnen und quasi vor der Steuer drücken können. Was können wir tun, was muss politisch erkämpft werden, damit die Internetkonzerne stärker zur Kasse gebeten werden? Ja, es ist in der Tat so, dass derzeit das Unternehmenssteuerrecht im 20. Jahrhundert verharrt, während natürlich die modernen Technologien und die ganze Internetindustrie dazu geführt hat, dass moderne Produktion, dass Dienstleistungen ins Internet abgewandert sind und online stattfinden und dementsprechend Internetunternehmen nicht adäquat besteuert werden können derzeit. Es führt dazu, dass zum Beispiel Apple im Jahr 2014 in Irland 0,005% Steuern auf 1 Million Gewinn gezahlt hat. Das sind 50 Euro auf 1 Million Gewinn. Jede Bäckerei, jedes Friseurgeschäft an der Ecke zahlt da mehr. Und das ist einfach ungerecht. Und es gilt, diese Ungerechtigkeit zu überwinden und das Unternehmenssteuerrecht ins 21. Jahrhundert zu übertragen. Wir schlagen deshalb erstmal die Einführung einer Internetsteuer, einer Digitalsteuer, auch populär Google-Steuer, vor, die 5% des Umsatzes von Internetunternehmen betrifft, mit einer breiten Bemessungsgrundlage, sodass auch Streaming-Anbieter und Dienstleister wie Netflix zum Beispiel oder Amazon Prime erfasst werden, aber auch Plattformen wie eBay etc. Und wir zielen dabei ab auf eine Umsatzsteuerhöhe in der Europäischen Union von 40 Millionen, um eben kleine innovative Start-ups, also ich sag mal den kleinen und mittleren Betrieben, diese Steuer auch möglichst zu ersparen und da nicht rein zu regieren in deren Geschäft. Aber wir wollen die Großen eben dazu verpflichten, ihren gerechten Anteil an der Steuer und am gesellschaftlichen Aufkommen, am Steueraufkommen und an der gesellschaftlichen Entwicklung zu leisten. Das ist unsere politische Aufgabe. Dem gehen wir, glaube ich, ziemlich entschlossen entgegen. Ja, gut. Ja, Özlem, ich finde ja toll, was wir hier für ein Duo haben. Du vereinigst in deiner Person quasi Gewerkschaftssekretärin, also Kampf für die Interessen der Lohnabhängigen, der kleinen Leute, bist Migrantin und wirst, wenn alles gut geht, Spitzenkandidatin bei uns für die Europawahl. Siehst du eine Chance, diese beiden Punkte gut zusammenzubringen? Und was bedeutet das für dich? Ja, selbstverständlich sehe ich eine Chance, diese beiden Punkte zusammenzubringen. Ich glaube sogar, dass es unsere Pflicht ist, aber vorweg vielleicht, Bernd, wenn ich das beantworten kann. Mir war es ganz persönlich ein Bedürfnis, bei dieser Europawahl zu kandidieren und ich habe mich tatsächlich dann entschieden, als ich diese ganzen Meldungen im Fernsehen mitbekommen habe, wo der Herr Innenminister davon gesprochen hat, dass die Mutter aller Probleme doch die Migration sei. Und ich gehöre nun wirklich zu den Genossinnen und Genossen in der Partei, die nicht gerne auf ihren Migrationshintergrund reduziert wird, weil ich viel mehr bin als Migrantin. Doch mir war es ein Bedürfnis in dieser Zeit zu sagen, okay, ich glaube, ich kann auch mit meiner Biografie, mit meiner Person, allein mit meinem Erscheinungsbild einen Kontrapunkt setzen zu den Rechten und das ist mir wichtig. Und darüber hinaus ist es so, dass ich als Gewerkschafterin natürlich die soziale Frage in den Vordergrund stellen möchte. Bei der Europawahl, wir haben 112 Millionen Menschen in der EU, die von Armut betroffen sind. Jeder Fünfte ist von Altersarmut bedroht. Die Wohnungslosigkeit steigt. Im Gesundheitsbereich gab es Liberalisierungen, die zu Verschlechterungen geführt haben. Und dagegen wollen wir ein Zeichen setzen. Und ich, gerade als Gewerkschafterin, bin eigentlich sehr traurig darüber und eigentlich sogar mehr als nur traurig, wütend darüber, dass die EU in den vergangenen Jahren es ja sogar unterbunden hat, dass im Rahmen der Vergabepolitik zum Beispiel tarifpolitische Standards durchgesetzt werden können. Da hat die EU eine schlechte Rolle gespielt. Und mir ist es ein Ansinnen, tatsächlich auch im Vergaberecht zu verankern, dass tarifpolitische Standards reingehören.
Die Europäische Union ist in der Krise. Man hat das Gefühl, es gibt nur ganz wenige Bereiche, wo die Regierenden innerhalb der EU noch miteinander kooperieren. Es ist vielleicht ganz einfach die Abschottung und die Aufrüstung. Und ihr, es ist natürlich ein Zustand, der für Linke nicht haltbar ist. Und ihr seid dran an das Thema Verteidigungsfonds. Ja, genau, die Europäische Union und ihre Regierenden sind häufig in der Krise, das haben wir auch schon besprochen, aber umso selbstbewusster können wir als Linke auch in die vor uns liegende Wahlauseinandersetzung gehen. Und eines der Themen, was dabei hoffentlich eine große Rolle spielt, ist der sogenannte Europäische Verteidigungsfonds. Worum handelt es sich da? Die Planungen sehen derzeit vor, dass in dem nächsten mehrjährigen Finanzrahmen, also in dem Budget der Europäischen Union, das erste Mal eine Budgetlinie eingespeist wird, die heißt Europäischer Verteidigungsfonds. Damit sollen Rüstungsprojekte, Rüstungstechnologien und Militärforschung betrieben und finanziert werden. Das hat nach Ansicht meiner Kollegin Sabine Lösing und mir gegen geltendes europäisches Recht verstoßen. Und wir wollten da sicher gehen, dass das auch so ist und haben den renommierten EU-Verfassungsforscher und Rechtsexperten Andreas Fischer-Lescano befragt, ob das so ist, und eine Studie bei ihm in Auftrag gegeben. Und ganz eindeutig kommt er in seiner Studie zu dem Ergebnis, dass nach Artikel 41 des EU-Vertrages die Gründung dieses Europäischen Verteidigungsfonds gegen geltendes europäisches Recht verstößt. Und das werden wir nicht hinnehmen, weil die Gelder, die dort in militärische Aufrüstung investiert werden sollen, aus den sehr sinnvollen Sozialfonds und Struktur- und Regionalfonds abgezogen werden sollen. Und das ist eine völlig falsche politische Weichenstellung, die da vorgenommen wird. Und ich hoffe, da meine Kollegin Sabine Lösing und ich leider nicht klageberechtigt sind in dieser Frage, dass die Bundestagsfraktion sich dazu aufrafft, und eventuell diesen Weg geht und das politisch mit allen Mitteln und auch mit rechtlichen Mitteln zu verhindern versucht. Ja, Özlem, wir haben ein Europa, das immer mehr auseinanderdriftet in arm und reich, aber auch in ärmere und reichere Regionen. Manche Regionen werden total abgehängt. Wir haben gleichzeitig einen Steuerwettlauf der Konzerne nach unten, aber keinerlei soziale Mindeststandards und Garantien, die quasi einen Zusammenhalt ermöglichen würden. Was wären jetzt so die Kernpunkte praktisch für einen offensiven Kampf für soziale Gerechtigkeit in Europa? Also zunächst einmal finde ich es eigentlich sehr problematisch, dass wir einen riesen Binnenmarkt in der Europäischen Union geschaffen haben, ohne jegliche Regulierungsmechanismen und soziale Standards. Das ist meines Erachtens eine neoliberale Politik gewesen, die seinesgleichen sucht. Und deshalb sagen wir als Linke auch, dass dieser Binnenmarkt so nicht funktioniert und die Verarmung voranschreitet. Und wir wollen deshalb soziale Standards fest verankert wissen. Das heißt für uns, dass wir europaweit armutsfeste Mindestlöhne brauchen, die sich auch an der Kaufkraft und auch an der Wirtschaftsstärke der Länder tatsächlich orientiert. Es ist so, dass Deutschland insbesondere ja die ärmeren Länder im Moment noch weiter in wirtschaftliche Bedrängnis bringt, weil wir ein Niedriglohnland sind, gemessen an unserer Wirtschaftskraft, zu wenig, zu geringe Löhne haben. Das heißt für mich auch, dass wir für höhere Löhne in diesem Bereich auch in Deutschland streiten werden. Für uns in Deutschland sind es 12 Euro, haben wir ja gehört. Und darüber hinaus gibt es verschiedene Punkte, wie dass wir Beschäftigungsprogramme fordern, wenn es Arbeitslosenquoten in den Ländern gibt, über 5%. Und vor allen Dingen brauchen wir eine Investitionsoffensive innerhalb der Europäischen Union. Ich finde es eine Farce, wenn Länder, die wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, nicht investieren können, um wieder ihre Wirtschaft anzukurbeln, um wieder Beschäftigungsplätze zu schaffen, sondern eher noch weiter kaputt gekürzt werden müssen. Dieser Austeritätspolitik wollen wir entgegenwirken und wir wollen, dass eben auch in den Kriterien Investitionen nicht mehr ausgeschlossen werden, sondern eher noch gefördert werden müssen. Ja, ihr habt einen ersten Eindruck gewonnen, was Schwerpunkte für uns sind, für die Europawahlen. Es ist völlig klar, es gibt einen Richtungskampf. Es geht um Grundsätzliches bei dieser Europawahl. Ich glaube, wir werden einen engagierten Wahlkampf mit kompetenten Spitzenkandidaten und Kandidaten führen. Und ich freue mich schon auf den Europaparteitag der Partei im Februar. Ich glaube, dort geht es darum, ein gutes Zeichen für ein anderes soziales, ökologisches und demokratisches Europa zu setzen. Wir werden uns engagieren mit euch zusammen sehr gerne. Dankeschön.